Moin und hallo von Gatze aus Aurich. Mein Name ist Galina Aulbach und heute möchten wir euch zeigen, wie man einen Spargelcocktail zubereitet. Cocktails sind farbenfreudige, bekannte, appetitanregende kalte Vorspeisen. Sie werden zu Beginn einer Speisenfolge gekühlt in Cocktail- oder Kelchgläsern gereicht. Hier bestehen auch einige Gemeinsamkeiten mit den gleichnamigen Mischgetränken. Die Grundlage der Cocktails bilden akkurate Schnittformen wertiger Lebensmittel. Zum Beispiel Krustentiere, Weichtiere, Fisch, Geflügel oder auch bestimmte Gemüse- oder Obstarten. Fruchtcocktails bilden eine Ausnahme, da sie wegen ihrer Süße am Ende von Menüs serviert werden. Sie eignen sich in der warmen Jahreszeit ebenfalls als erfrischende, energiearme Imbisspeisen. Natürlich sollten Cocktails nach der Bestellung frisch hergestellt werden. Jetzt beginnen wir mit der Herstellung von dem Spargelcocktail und ich habe kräftige Unterstützung an meiner Seite. Mo, magst du dich vorstellen? Gerne. Hallo, ich bin der Mohamed Kalmua, mache eine Umschulung zum Restaurantfachmann. Der war heute schon fleißig und hat für uns Mise en place aufgebaut. Was hast du hier alles? Ja, ich habe einen marinierten Spargel mit Ananasstücken. Ja. Womit hast du den mariniert? Mit Zitronensaft, Öl, Salz und Pfeffer. Ja, wunderbar. Dann haben wir eine Cocktailsoße. Ja, Cocktailsoße haben wir schon in anderen Videos hergestellt und gezeigt, wie das gemacht wird. Was hast du für Zutaten verwendet? Ich habe zwei Teile Mayonnaise, ein Teil Ketchup, Schlagsahne, Weinbrand, Wurstsauce, Meerrettich und Zitronensaft. Wunderbar. Dann haben wir eine Chiffonade. Was war nochmal Chiffonade? Chiffonade ist fein geschnittene Streifen vom Blattsalat. Okay. Dann haben wir Blattsalat im Ganzen. Ja. Spargelspitzen. Spargelspitzen. Ja. Zur Dekoration wahrscheinlich. Genau, ganz genau. Cocktailkirschen. Ja. Und ein bisschen Kraut vom Ja, Garten. Wunderbar. So, dann lass uns beginnen. Ich zeige dir erstmal, wie das gemacht wird. Und danach zeigen wir noch eine Variante von dem Spargelcocktail, etwas fruchtige Variante. Aber ich zeige dir erstmal, wie das hier hergestellt wird. Hände haben wir selbstverständlich schon gewaschen. Und für gewöhnlich werden die Cocktails in Gläser eingerichtet, in Cocktailgläser oder in Cups. Wir fangen mit der Cocktailsoße an. Mach mal. Gerne. Das ist mal in die Gläser gegeben. Und wofür macht man das? Ja, das ist eine gute Frage. Wir machen das, weil wir ja jetzt weiter mit Chiffonade arbeiten. Das wird ja dazugegeben. Und wenn wir Soße später oben drauf napieren, dann wird die Soße ein bisschen in der Mitte oder bei der Chiffonade, wenn ein Gast angekommen ist, dann wird die da ja auch fehlen. Interessant. Danke. Unsere Garnierblätter in die Schale geben. Das macht man auch vorher. Ja, damit wir dann später unsere Blätter und die sauber haben und nicht reinschieben müssen. Okay. Jetzt kommt die marinierte Spargel dazu. Gleichmäßig verteilen. Die Soße oder Cocktaildressing. Und dann damit napieren wir.
Müssen wir nur noch ausgarnieren. Ich nehme ein Blatt von der glatten Petersilie. Dann haben wir hier vorne noch unsere Spargelspitzen zur Seite gelegt. Die kommen noch dazu. Ansonsten haben wir noch ein bisschen von Gartenkresse hier. Das ist auch hervorragend zum Spargel. Und ein bisschen brauchen wir noch an Farbe, dann nehmen wir noch Cocktailkirsche dazu. Dann ist das fertig. Wow. Jetzt müssen wir nur noch einrichten oder auf die Teller stellen. Die werden auf den Mittelteller rausgebracht mit einer Serviette oder Klapperdeckel. Dazu können wir einen Löffel und eine Gabel legen und schon ist das Servier fertig. Guten Appetit! So, und hier zeigen wir euch eine andere Art, Spargelcocktail herzustellen, die etwas fruchtiger ist. Mo hat schon wieder die ganze Arbeit geleistet, hat Mise en Place aufgebaut und er macht jetzt uns auch diesen Cocktail fertig. Gerne. Dazu nehme ich die Cocktailgläser auf meine Seite. Die stelle ich mir zurecht. So. Wir fangen erstmal mit der Schmandsoße an. Ja, Schmandsoße, was ist denn das? Das klingt ja spannend. Ja, die Schmandsoße, die besteht aus Schmand, Orangensaft, Salz, Pfeffer und Zucker. Okay. Damit fangen wir jetzt auch an. Wir geben jeweils einen Klacks ins Cocktailglas. Ja. So, das wird reichen. Wir brauchen auch nachher was davon. Jetzt nehmen wir die Chiffonade. So, Mo arbeitet jetzt mit Handschuhen. Das heißt, dass man durchaus auch nicht nur mit Anleger, sondern auch mit Handschuhen am Tisch des Gastes arbeiten kann. Der kann durchaus oder darf durchaus dann mit der Hand was anfassen. Das Ganze schön gleichmäßig verteilen. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Blattsalat. So, beim Blattsalat muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Das darf nicht so hoch sein. Das darf nicht runterhängen von dem Glas. Ganz genau. So soll es ungefähr aussehen. Dann kommen wir jetzt zum Cocktail. Spargelcocktail. Wie ich sehe, du hast hier Spargel klein geschnitten, dann hast du Erdbeeren, dann hast du hier Orangenfilets und Erdbeeren eingearbeitet. Das sieht sehr gut aus. Vielen Dank. Danke. Wie gesagt, man kann natürlich auch den Anleger benutzen, das geht auch so. Muss man immer verteilen, dass beide Cocktails gleich ausschauen. Das muss
jetzt noch ein bisschen. Sonst wird es ein bisschen zu wenig. Sehr gut. Genau. Dann werden wir auch mal mit dem Schmand. Schmandsauce. Ja. Dann geht es weiter mit den Erdbeeren. Ja. Die nehmen wir auch zur Dekoration. Die stellen wir ein bisschen so mittig hin vom Blattsalat. Mhm. Glatte Petersilie kommt dazu. Genau. Steht auch farblicher Kontrast. Ja. Ja. Dann geht es weiter mit den Spargelspitzen. Das Beste vom Spargel. Ja. Das Beste kommt auch zum Schluss. Das ist die Kanäle. Versuchen wir auch mittig vom Salat. Vorzustellen. Wunderbar. So, damit ist jetzt auch noch auf den Trageteller gestellt. Ganz genau. Und das ist schon zum Servieren bereit. Dann sind wir auch schon bereit und Ihnen wünsche ich dann guten Appetit. Das hast du gut gemacht, das sieht sehr appetitlich aus. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Wir haben heute gezeigt, wie man Spargelcocktail zubereiten kann. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wie ist das mit dir? Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wunderbar. Dann wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachmachen und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.